Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch dieses oder andere Videos von mir gefallen, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Däumchen nach oben. Es kostet zum Glück ja nichts. So, nun viel Spaß mit Dungeons 3. Wenn's ja mal jetzt das lebt. Aus dem Mund stinkende Böse kehrt zurück. Ja, gut. Bei den ganzen Orks und Untoten ist es dann klar. Hauptkampagne. Höhen und Tiefen. Das erbarmungslose Böse hatte die nicht ganz so freien Städte erreicht, um dort einen weiteren Mitstreiter von Thanos zu besiegen. Doch zunächst einmal musste die Verteidigung geschwächt werden. Die Wasservorräte der Städte lagen ganz in der Nähe. Okay. In Zusammenarbeit mit dem muskelbepackten Oger hatte das brandschatzende Böse viel Winter zerstört. So wurde die einstige Hafenstadt von den Flammen verzehrt. Übrig blieb nur noch ein rauchendes Häuflein Elend. Ein dritter Teil der Vielwinter-Serie sollte dann wohl Aschestrand des Todes heißen. Zur Siegesfeier ließ es sich der Oger nicht nehmen, ein kleines Konzert seiner Solo-Band zu geben. Leider war keiner den Gerüchen gewachsen, die seinen Horngesängen folgten. Und sogar Talia flüchtete mit ihrer Armee des geruchsempfindlichen Bösen, als der arme Tropf, der dem Oger nachschenkte, keuchend zu Boden ging. Damit hatte das ressourcenverbratende Böse also abermals ein Schiff erbeutet und segelte wiederum zu irgendwelchen Ländern. Diese Geschichte ist so spannend und abwechslungsreich. Ja, definitiv. Nun gut, so segelte also die Armee des sorgenfreien Bösen in Richtung der nicht ganz so freien Städte, einem Verbund an unanständig wohlhabenden Städten fernab des Festlandes. Es war taktisch verständlich, dass diese beim Vorrücken auf die Hauptstadt Sturmluft nicht zurückbleiben durften. Noch viel wichtiger aber war, dass dort Elric der Schönling sein Unwesen trieb. Ein gutmütiger und selbstverdienter Paladin und, was noch weit schlimmer war, ein Mitstreiter von Thanos. Talia würde es sich nicht nehmen lassen, ihren Ziehvater eins auszuwischen, indem sie eins seiner Schäfchen scheren und am Spieß braten würde. Wo war dieses Rezeptbuch? Es hieß Paladin, so wird er schön saftig. Ja, das kann ja jetzt spannend werden. Das war echt cool, wo er den Erfolg gerade bekommen hatte. Oh, herrlich. Ja, können wir spielen? Meine Damen und Herren, das dauert ein wenig. Es sind Geräusche zu hören. Die Armee des schonungslosen Bösen hatte die nicht ganz so freien Städte erreicht. Mehrere große Städte verteilten sich hier auf zahlreiche kleinere Inseln. Die Hauptstadt Alphas war ganz nah. Dort würde sich Elric der Schönling höchstwahrscheinlich aufhalten. Leider waren die nicht ganz so freien Städte äußerst wehrhaft. Ein direkter Angriff wäre unklug. Doch das heimtückische Böse hatte bereits einen Plan gefasst, um die Verteidigung zu schwächen. Ganz in der Nähe der Landungsstelle befanden sich mehrere Süßwasservorräte. Würde man diese mit etwas versetzen, hätte dies bestimmt äußerst interessante Auswirkungen. Deshalb habe ich diesen Zombie-Virus im Glas dabei. Ausgezeichnet. Wasser vergiften und Tote erschaffen. Alles klar. Los, Kreaturen, macht sie platt. Verrenkt ihnen die Hälse. Stellt Misstrauensanträge gegen sie. Leider waren die Gewässer in diesem Bereich äußerst tückisch und konnten innerhalb kürzester Zeit steigen und sinken. Ach, schön. Unglücklicherweise hatten die Kreaturen des wasserscheuen Bösen keinen Schwimmkurs absolviert. Ach, Idioten. Schwachköpfe. Um die ist es nicht schade. Das konnte man so sehen. Doch das ermüdete Böse war es leid, immer wieder seine Armeen aufzufüllen. In weiser Voraussicht hatte es deshalb bereits eine Krypta errichten lassen, um hordische Kreaturen wiederbeleben zu können. Ja, okay. Von mir aus auch so. Ich muss jetzt etwas kaputt machen. Es kribbelt mir schon in den Fingern. Ich muss jetzt was kaputt machen. Oh oh. Zwei Angänge.
Oh, was ist das denn? Heldenportal unzerstörbar. Oh, oh. Oh, oh. So, also wie wir ja schon gelernt haben, ne, alles am besten umranden und am besten Tür rein, damit die Effizienz auf 100 ist. So, ganz easy. Gut, dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Oh, da ist Geld. Es wäre ja vom Vorteil, wenn man erstmal die beiden Eingänge hier unten verbinden könnte. Das wäre ein ganz großer Vorteil. Nanu. Aha. Ah ja. So, da haben wir. Und hier. Schauen wir uns das gleich mal in Ruhe an. Hm, was ist denn das für ein komisches Ding im Dungeon? Es sieht wie eine Art Portal aus, aber es scheint inaktiv zu sein. Dann können wir es fürs Erste auch ignorieren. Ach ja, die Einfachheit bösartiger Gemüter. Aber gut, das Portal-Ding, was auch immer, schien ohnehin äußerst solide und damit unzerstörbar zu sein. Insofern machte es tatsächlich keinen Sinn, sich weiter damit zu beschäftigen. So, ich würde sagen, wir werden auch einmal rundherum graben und nachher so einen schönen außenrum laufen lassen. Damit sie dann einen weiten Weg haben, wenn da mal was rauskommt. Bei Heldenportal, also irgendwann werden sie da reinkommen, hundertprozentig. Da gehe ich ganz stark von aus. Gut, so, wir brauchen jetzt... Eine Werkstatt haben wir, brauchen noch eine Tüftler. Oh, dann können wir mal keinen Nagel holen. Das heißt, wir müssen gleich erstmal vor die Tür. Gut, dann machen wir einmal erstmal die Kreaturen. Einmal Nager. Ja, machen ein bisschen so. Passt. Gut. Das würde ich sagen, können wir auch nochmal erweitern gleich. So, ein bisschen. Also, die wurden jetzt einfach wiederbelebt, okay. Also als ich das in der letzten Folge versuchte, hat es nämlich nicht funktioniert. Naja. Wenn es geklappt hat, ist es sehr gut. Wir haben irgendwie zu wenig Schnurrlänge, kann das sein? Ja, und wie das sein kann. Und da ist natürlich auch viel zu tun. Ah, es kommt Wasser wieder. Gezeitenwechsel. Dann brauchen wir jetzt erstmal Naga. Am besten noch einen gleich. Ah, toll. So, noch Naga. Wunderbar. Nehmen wir erstmal die. Wir können direkt hier, ne? Dahin. Wo sind wir denn da? Da. Da wäre das mit Verseuchen. Das sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Hier wiederum. Eher nicht so, aber hier müssen wir aufpassen. Ja, hier wird's unschön. Ja, schaffen wir das noch ganz kurz? Böse Riesenkrabbe. Böse, böse. Wir können sie ja schon mal besiegen, das reicht auch schon mal aus. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir da einmal schnell hinkommen könnten, ne? Es ist Zahltag. Ja, Zahltag ist okay. Und, mach sie platt. Sehr schön. Und jetzt schnell hier hoch. Oh, da sind eine ganze Krabbenarmee. Oh, 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 oh. So, erstmal schnell die Heilerin weghauen. Na, Benji, willst du mal schreien? Dann schrei doch hier. Mach ihn platt. Gut, ich weiß gar nicht, was das Schreien eigentlich genau bewirkt. Also, sie sind lässt sich langsam angreifen, okay. Ich bin das Böse. Oh. Oh, hier ist nun endlich hier die Diamantader. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Gut, Mädels und Jungs. So, und da ist das Wasser. So, wie lange müssen wir jetzt warten? Jetzt in 5 Minuten geht's wieder los. Schönes Ding, dann können wir ja schnell nochmal die zweite Bösartigkeitsinsel holen. Das ist gut. Und dann können wir erstmal wieder in Dungeon plötzlich zurück. Plötzlich begann dieses Portal-Ding im Dungeon zu leuchten. Es tat sich etwas. Helden an der Oberfläche hatten es offenbar aktiviert und nutzten es als direkten Zugang zum Dungeon ohne den beschwerlichen Weg über die Oberwelt. Was? Helden nutzen ein Portal in den Dungeon? Macht sie fertig. Kratzt ihnen die Augen aus. Füttert sie mit Katzenfutter. Füttert sie mit Katzenfutter, ja. Verteidigt das Dungeon-Herz. Oh ja. Macht sie schnell einmal bitte platt hier, danke. Und direkt mal 1, 2, 1. Noch ein Goblin dazu. Alles klar, dann ist das draußen rumlaufen erstmal Nebensache. Weil wenn die nämlich nicht kommen zu uns, dann ist das ganz einfach, einfach eine Verteidigung, um das Ding da errichten. Dann interessieren die Dungeon-Eingänge gar nicht. Das ist gut, das ist wirklich gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie ist das? Kommen wir da? Ach, da ist geschlossen. Ja, dann gehen wir einmal schnell zurück, weil die beiden Dinger sind uns sehr sicher. Ja, komm, die Krabben können wir auch nochmal schnell platt machen. Gut. Gut, gut. Das ist dann kein Problem. Denn... Ah, wie machen wir das am besten? Ich überlege mir gleich was. So, ich würde einmal sagen, erstmal bringen wir die zurück. Und da jetzt erstmal nichts passieren sollte, pausiere ich erstmal, baue erstmal kurz weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Den fauligen Geruch von Untoten von Fischgeruch zu unterscheiden, waren die Heldennasen der Gegend für so etwas gut ausgebildet. Schon machten sie sich bereit, der Sache auf den Grund zu gehen. Den Untergrund sozusagen. Also den Dungeon, meine ich. Also die kommen jetzt trotzdem einfach jetzt hier an. Oh. Damit hatte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Gut. Das wird schön. Doch, doch, das wird so richtig, richtig schön, ja. So, wenn wir das so machen, dann können wir da auch gleich zumachen dann. Also wenn sie dann kommen sie irgendwann rein, auch gut. Also ein bisschen verteidigen müssen wir erstmal. Ich mache wieder Pause. Gerüchte spinnenden Bösen munkelte man, dass es hier in der Gegend eine alte Ritualstätte gab, an der man eine uralte, bösartige Kreatur beschwören konnte. Das sich sofort Notizen machende Böse war äußerst interessiert. Und ob? Neue tödliche Kreaturen sind immer gut. Thanos wird staunen, wenn ich ihm begegne. Gut, das war's. War das wieder mal? Ich hab's nur angemacht wegen dem Einspruch. Ich hab gerade ein bisschen Besuch. Gut, erstmal wieder weiterbauen. Es geht weiter. Ich hab ein bisschen verteidigt. Ich hoffe, das reicht erstmal. Oh, auch gut, dass gleich direkt hier Helden kommen. Weil ich dachte, wir könnten mal ein bisschen marschieren gehen erstmal. Oh, das kommt natürlich auch noch gleich die Flut. Das ist ja auch noch ein sehr gutes Timing hier. Dann gehen wir ein bisschen einmal schnell darüber. Am besten stellen wir uns direkt so hin. Wäre sehr gesund. Jetzt kommen die Krabben auch noch. Na sowas. Nicht ins Wasser gehen, nicht ins Wasser gehen. So, noch mal ein bisschen das hier machen. Oh, jetzt fehlt schon wieder was.
So, macht sie platt. Weil die Katapulte können wir ja auch nicht gebrauchen. Gut, hier ist irgendwie was gestorben, aber es waren auch nur Zombies oder Skelette, alles gut. So, Wasserquelle. Da haben wir die erste. Talia hatte die ersten Wasservorräte erreicht und machte sich daran, diese in einem mystischen Ritual zu verseuchen. Wenn du mit mystischem Ritual meinst, dass ich einfach das Zeug nach und nach reinkippe, dann ist das völlig richtig. Dumm-di-dumm. Toll. Eine nahe Krabbenkolonie war durch die Anwesenheit der Armee des unbedarften Bösen etwas beunruhigt. Oder hungrig, das war auch möglich. Jedenfalls zogen sie aus, um das Problem zu beseitigen. Los, mach diese Dinger platt. Heute Abend werden wir Hummer und Krabbensuppe genießen. Alle entspannen, sehr gut. Die brauchen wir auch noch. Wie machen wir das jetzt am besten? Eine Tür? Ah, ausgezeichnet. Das dürfte für ein paar Magenbeschwerden sorgen. Oder für wandelnde Tote. Der erste Wasservorrat war verseucht. Zwei weitere warteten noch darauf, von Talia besucht zu werden. Erstmal müssen wir jetzt hier verteidigen und dann gleich das Tor einhauen und... Ja. Dann erstmal nochmal alles zerstören, das da einnehmen und dann können wir mal einmal drüber reden, ja. Aber Hauptsache erstmal weg, bevor das Wasser kommt. Das ist ganz wichtig. Aua! Gut. Och, das reicht ja eigentlich. So, eine Tür hier hin. Ja, irgendwie ist das ein bisschen Quatsch gerade eigentlich alles, ne? Ja, Moment, das war... Eigentlich war das jetzt falsch gedacht. Abbrechen. Das soll zerstören. Hallo. Zerstören. Ich will nicht mit dir. So, jetzt... Theoretisch, wenn ich es so mache, geht das nicht. Alles klar. Weg. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, die Fallen sind noch nicht so. Natürlich sind sie nicht. Haben wir einmal einen Zauber zum Rückkehren. Natürlich auch noch nicht freigeschaltet. Ich dachte, jetzt hätten sie mal langsam, aber nein. So schnell sind sie ja nicht. Gut, mach sie mal platt. Ich bin ja sowieso gerade hier am komisch rumbauen. Zahltag. Huch. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, es ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, ja.
Nochmal. Nochmal? Hä? Komisch. So. Ah, das hat schon mal funktioniert. Die wurden weggequetscht. Das waren die, die gerade wohl reinkamen. Durch einen Zufall. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten. So, wir scheinen alle auch wieder zu haben. Passt. Alles. Alles. Wo ist das? Da ist das Portal. Oh yeah. Gut. Befehligt mich. Ach da. Du kannst nach Hause telefonieren. Oh. So, danke. Und Thanos muss sterben. Das kann er auch noch. Gut, weiter geht's. Gebt eure Befehle. Und einmal vernichten bitte, danke. Immerhin so. Ist da ja auch ein bisschen doof, aber naja, passt. Ah, haben wir erobert. Sehr schön. Dann... Ja, eigentlich sollte hier links ja nichts mehr sein. Aber wir zerstören einfach mal die Tür, weil wir es können. Grumbledore. Was gibt es? Okay, klar. Grumbledore. Ja, ja, ja. Grumbledore. Was haben wir da noch für einen Held? Aha, und? Befehligt mich. Müssen noch einen Nahkämpfer oder sowas haben, glaube ich. Drei Helden auf jeden Fall. Eins, zwei. Wo ist denn der dritte? Oh, ist der dritte in der Basis? Also wir haben drei Helden. Ja, da fehlt einer. Da. Die ist gestorben. Da, ja. Soll bestimmt hier rein. Ja, erstmal fallen lassen, ne? Gut. Erstmal diese Krabben vernichten. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gut. Da oben ist noch eine Bösartigkeitsinsel gleich für uns. Was haben wir eigentlich zum Erforschen hier? Pfeilhagel. Ah, nee, gar nicht. Das hier. Das erlernen. Und wir können auch noch einen Ogre bauen. Und auch ein Licht, das will ich auch nochmal gleich versuchen. Man kommt ja hier zu nichts. Gut, jetzt sind wir da oben erstmal in Sicherheit. Der steht nicht mehr auf. Das glaube ich auch. Hervorragend. Ja, dann gehen wir noch mal einmal schnell hier hoch. Bevor wir zum zweiten Wasserdings hingehen. Oh, Angriff. Autsch! Oh, na, 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 na. Na, immerhin. Effizienz 80 und so weiter passt. Ah, Fallen. Ja, die müssen da noch gebaut werden. Da wurden sie schon. Schön. Pfeilfalle.
Geht wenn dann nur in diese Richtung. Und so nochmal. Ja, sehr schön. Und eventuell nochmal so und nochmal so nicht. Dass man das nicht rotieren kann, also... Naja, gut, was soll's. So, dahin, dahin. Das sollte reichen. Oh, eine Succubus ist gestorben. Das ist aber nicht nett. Ach, da kam noch mal welche hinterher. Es ist Zahltag. Sowas aber auch. Wir haben hier ein Buch. Erhöht die Lebensverbesserung bei irgendjemanden. Wer möchte? Wo ist... Da. Komm, kriegst noch ein bisschen mehr Leben drauf. Oh, 2-4. Hart im Nehmen, ja. Befehligt mich. Gut, jetzt holen wir uns erstmal die Krabben und dann das mit dem Wasser da vorne. Oh, ich glaube, man sollte auch nochmal den Friedhof ein bisschen erweitern. Irgendwie ist da zu viel los. Wurde völlig ausgebaut. Ja, ist aufgebraucht. Ist doch gut. Na, was zittert denn jetzt die Maus hier? Die da? Nee. Ach, die am Anfang bestimmt. Ja, ja. Mhm. Gut. Weiter geht's. Andere Richtung. Da kommt ihr so nicht hin. Kann das sein, dass die Krabben auch jedes Mal wieder da sind? Also man kann sie töten, um zu leveln, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber wie es so echt aussieht, kommen sie immer wieder. Sind wohl auch ein bisschen hart im Nehmen. Na, geben wir aber mal ein EP, passt ja. Das war natürlich keine Absicht, das war sowas, ne? Gut. Dann... Ja, nochmal die platt machen. So, haut die weg. Vielen Dank auch. Oh, was haben wir hier? Oh, oh, oh. Oh. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Aber wir müssen wohl hier durch. Aber schön sieht das hier nicht aus. Die sind aber echt gefährlich hier. Holla die Waldfee. So, komm, gleich habt ihr es geschafft. Sehr schön. So, bloß das blöde Katapult weg. Haben uns ja so ein bisschen dezimiert, ne? Schön, schön. So, wenn wir jetzt noch den da kurz umhauen könnten. Ohne dass uns der Turm in Visier nimmt. Oh nein, da kommt die nächste Welle. Nein, 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 nein. Das geht ja auch nicht. Oh, da kommen wieder welche rein. Zack. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, schade, noch nicht ausreichend. Schade. Moment, da müsste es ja wirklich im Dungeon theoretisch geben, die sich da kurz mal drum kümmern könnten. Ja, bis die da ankommen. Passt schon. Ach ja, hier. Nein! Das hier. So. Ich würde sagen, die Krypta könnten wir auch gleich nochmal erweitern. So, genug geheilt.
Anscheinend kamen die jetzt doch nicht oder sind schon vorbei. Ich weiß das nicht. Oh nein, wir müssen das hier wirklich zerstören, um dahin zu kommen. Ach, herrje. Ach, herrje. Oh, oh, oh. Das wird aber nicht schön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah, sind doch welche vorbeigelaufen, ja? Mhm. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Jetzt kann ich kein Portal machen. Oh, oh. Jetzt fehlt das Mana. Ja, dann prügelt euch erstmal hier. Die steht da und macht die Holztür kaputt. Das ist ja nicht so richtig. Das ist nicht die feine Englische. Nein, nein, nein. Hier habe ich übrigens noch eine Tür vergessen. Aber schön, dass man genug Zombies und alles Mögliche hat, dass die das mal kurz mal so... Ah, nee, nee, nee. Das muss man auch noch mal irgendwie ändern. Hm. Die sollen ja jetzt hier nicht einfach anfangen, die Türen kaputt machen. Das wollen wir ja nun auch nicht. Der Quetscher, kann der auch so? Nein, es muss sogar einer zusammen sein. Ah. Kein Problem. Es ist Zahltag. Wir können ja erstmal den so laufen lassen. Beim nächsten Mal so. Sollte auch erstmal gut funktionieren. Gut, hier drin wurde alles geregelt. Dann würde ich sagen, gehen wir da oben hin. Erstmal. Gut. Ich würde sagen, ich mache kurz wieder Pause und kämpfe mich einfach dahin durch. So, wir sind langsam angekommen. Und hier gibt es gerade richtig viel Krieg. Mal sehen, wie das jetzt hier ausgeht nachher. Aber es sieht gut für uns aus. So, der hat das. Ah, Ogre kann man auch noch erforschen. Passt. Ah, dann machen wir das auch noch gleich mit. So, den leg ich auch noch. Und dann werden wir die drei auch nochmal gleich bauen. Oh! War sie auf der Brücke standen? Was für ein Blödsinn. Oh Mann, was ein Blödsinn. Also merken, bitte nicht auf der Brücke stehen, wenn Wasser kommt. Das ist nicht richtig. Oh nein, nein, nein. Das darfst du keinem erzählen, sowas. So, Krypta. Ne, erstmal das Ding bauen für Krypta hier. Wahnsinn! Naja, können wir ein bisschen das Haus da zerstören. Und dann muss ich da gleich irgendwie mal für sorgen, dass Mana hier extrahiert wird. Also, dass die Dämonen das machen. Dafür brauchen wir aber Dämonen, logischerweise. Sonst klappt das hier alles nicht so. Ärgerlich. So, wir brauchen uns auch jetzt hier nicht großartig zu bewegen. Ja, da kommen wir jetzt nicht so leicht rein und hier auch nicht. Gut, ich werde leider wieder kurz mal pausieren, weil erstmal Armee sammeln. So, es geht weiter nach ewig lang hin und her. Habe ich jetzt eine kleine große Armee hier. Also ich habe den Ogre, wie man sieht, der tanzt gerade hier rum. Ich habe den Licht, der ist auch irgendwo mit dabei.
Und ja, Crowley haben wir auch wieder mit an Bord. Es ist Zahltag. Zahltag haben wir auch noch. Und ganz viele Bösartigkeit, wie man sieht. Ich hätte gerne ein Mana-Schild. So, jetzt reißen wir mal hier die Hütte ein. So, ein. Mal sehen, was kann man noch verbessern. Den da passt. Der dich ist schon verbessert. Wo immer der hier rumläuft, der hat auch einen geilen Namen. Wo ist er? Ist er nicht, der ist vorne mit dabei. Oder ist er schon gestorben? Noch ein Wasservorrat? Ausgezeichnet. Denen wird Hören und Sehen vergehen. Also wörtlich, ich hoffe, das Zeug macht sie blind und taub oder zu Zombies oder was auch immer. Chaos und Zerstörung. Übrigens, wir haben wirklich Crowley hier. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, da haben wir ihn. Doch die Helden hier waren nicht ganz so dumm wie anderswo und ahnten, dass etwas nicht stimmt. So, jetzt kann man es besser sehen. Machte sich ein Trupp auf den Weg, um das Wasser zu schützen. Verdammte Umweltschützer. Elende Plage. Los, haltet sie auf. Reißt ihnen die Fingernägel aus. Schmiert sie mit ranzigem Bratfett ein. Aber Armee, der Licht, da ist er. Wo ist er? Da. Wizardmon. Wizardmon, ja. Ja, ne, Wizardmon. Es gibt tatsächlich einen Wizardmon bei Digimon. Und, ja. Der war auch nicht ganz so lebendig. Das passt ja wie Arsch auf einmal. Aber naja. Gut, so viel dazu. Anspielungen gibt es zum Glück nicht so viele. Thanos muss sterben. So, ja, jetzt ist besser. Okay, die Flasche mit dem Viruszeug habe ich komplett reingeschüttet. Ich denke, das war's. Ist ja keine exakte Wissenschaft. Auf zu Nummer 3. Kuben dort noch mehr Schaden. Wunderbar. Das brauchen wir jetzt nicht. Succubus. Ja. Kann man nochmal entwickeln. Gut. Dann wollen wir mal. Jetzt kommt das Letzte. Also am besten wäre es ja, wenn wir einen Einzug darüber laufen könnten jetzt, ohne uns großartig mit den Krabben zu beschäftigen. Talia kann man übrigens auch nochmal verbessern. Na, jetzt nicht mehr. Ah ja, so sieht übrigens der Dungeon gerade aus. Also hier wird noch ein bisschen gearbeitet, jetzt leider nicht, weil keine da sind, also keine Hortler. Hier auch schön Quetscher hier, da und dort. Also wenn sie reinkommen, gehen sie direkt erstmal hier lang, anders können sie es nicht. Und oben durch den Heldenportal haben sie gar keine Chance. Die werden direkt hier zerquetscht. Also sehr sicher. Das Ganze. Wo ist meine Armee? Aua! Schön, dass nur Talia vorgelaufen ist. In eurem Dungeon. Jetzt bin ich ja richtig schwer beeindruckt, ne? Oh Mann. Mana-Schild. Ja, brave Hortler. Ich finde es auch gut, dass Talia einfach Alleingang macht. Das ist in Ordnung. Doch, ist völlig okay. Das hat sie gut gemacht, ja. Kann sie gleich nochmal... Ich bin noch stärker! Ja, genau. Jetzt einmal noch gleich 1000 Gold und dann... Den geht nicht mehr. Aber schön. Schön, dass der Alleingang macht. Ist immer gut. So. Die Macht ist unbeschreiblich. Gut, wir haben... Ich bin das Böse. Genau. Also wir haben einen dicken Ogre hier und noch einen Crowley mit dazu. Also sollte funktionieren, das Ganze. So. Dicker Ogre, Crowley. Los geht's. Was soll ich tun?
Ah, Crowley macht erstmal ein bisschen Feuer. Oh, und da fliegen sie. Schönes Ding. Das. Ach, guck mal, hier ist das Heldenportal, wo sie einen die ganze Zeit mit stressen. Ah, so ist das also. So, der Turm hat sich mal ganz schnell verabschiedet. Schon schön, wenn man die ganzen großen bauen kann. Hat was. So, wenn jetzt Wasser kommt und die hier sterben, ne, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. So, nochmal das Zelt zerstören, dann gibt's hier nichts mehr. Oh ja, das ging sehr schnell kaputt. Gut, Wasserquelle versiegeln. Hier gibt es ein Büchlein. Bonus für episch. Bonus kritischer Treffer episch. So, wo ist Wizard Mon? Wo hängt der denn rum? Da ist er. Komm her, mein Freund. Ich schmeiß dich auf das Buch. So, Wizardmon. Einige Krabben schienen alles andere als begeistert zu sein, dass sich jemand in der Nähe ihres Heims herumtrieb, und machten sich auf den Weg, um das zu unterbinden. Das ist gut. Und hier ist Wizardmon, der Todesengel übrigens, ne? Nur mal so. Aber wir haben ja schon wieder kein Mana, sonst hätte ich jetzt nochmal die restlichen nochmal rangeholt. Ist auch nicht so wild. Das Gute ist, wir haben es jetzt geschafft, weil die ganze Karte ist erobert. Ist jetzt nur noch ganz kurz das Ding da machen. Also für euch ist das jetzt zu sehen nicht allzu lange, aber für mich war das jetzt sehr lange, weil zwischendurch ging das Gold alle, dann musste ich ja noch die Fallen bauen und so. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt hier dabei bin. Weil die Aufnahme ist jetzt grob 42 Minuten. Jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ich schätze mal, ich bin mindestens 1,5 Stunden oder so, wenn nicht sogar noch länger. Kam mir recht lang vor jetzt. Und geschafft. Wunderbar, ganz wunderbar. Der letzte Wasservorrat war verseucht. Ausgezeichnete Arbeit. Danke. Nachdem nun alle Wasservorräte verseucht waren, konnte die Armee des zufriedenen Bösen ins Landesinnere ziehen. Auf die Hauptstadt der nicht ganz so freien Städte. Alphas. Das war alles hier? Hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht, oder? Ich sehe keine Auswirkungen. Gemach, gemach. Das Wasser floss über Leitungen und Pumpen in die nicht ganz so freien Städte hinein. Erst dort würden die Auswirkungen zutage treten. Ausgezeichnet. Worauf warten wir dann noch? Ich muss mich mit Elric unterhalten. Ich bin schon etwas missmutig, dass wir diesen Trottel noch nicht hier angetroffen haben. Immer noch nichts von deiner guten Seite gehört? Keine Ahnung. Aber die ist doch so nützlich wie ein Hühnerauge am Fuß, oder? Hoffen wir, dass sie da bleibt, wo auch immer sie jetzt ist. Ja, 1,5 Stunden habe ich ja gut geschätzt. Sehr schön. Das war das. Kommt außen am Ende noch? Nein. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne ein kleines Abo und ein Däumchen nach oben hinlassen. Das kostet zum Glück nichts. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.